Hi, weiter geht's mit Technik bzw. Kühler, Lüfter und so weiter und so fort. Ich denke, das werden auf alle Fälle mehrere Folgen werden. Da liegt der Kühler schon. Und der andere steht da hinten. Mach mal Winke, Winke. Ja, legen wir los mit dem Kühler. So, Stefan, dann darfst du mal die Cam halten. Die habe ich schon gelöst. Da machen wir erstmal das ganze Gedönse weg. Und dass der Lüfter sauber hinkommt, werde ich jetzt hier erstmal die Plastikpinöpel wegschneiden. Ja, danach der Temperaturfühler, Kühlwassertemperaturfühler rausschrauben. Ein bisschen der Dichtmasse rum, weil, wenn man sehen kann, hat er hier runtergesabbert. Ja, und so eine Sabberei können wir gar nicht gebrauchen. Und dann Lüfter drauf, das Blech mit anpassen, das wird auch mit festgeschraubt. Ja, dann sehen wir weiter. Ich hoffe, ich habe Schrauben da. Die Bobbel hier einfach abgeschnitten, abgeschliffen, die Messinghülsen raus, gut ist. Und hier drüben für den Fühler, Thermoschalter, nehmen wir einfach ein bisschen was von der Dirko Dichtmasse, batzen die rum und schrauben den wieder rein. Da scheiße ich mich jetzt gar nicht lang an. Das sollte auf alle Fälle dann dicht werden. Zum Rausschrauben geht es auch wieder relativ leicht mit dem. Gibt da mal gar kein Problem. Wie gesagt, knallhart drauf, Arsch lecken, fertig. Bloß aufpassen, dass man den Mist nicht an die Finger kriegt. Weil das Zeug kriegt man ewig lang von der Flossen nicht mehr weg. Neuschrauben, Arsch lecken, fertig. Und dann werden wir hier weitermachen. Erst einmal noch das Gedönse hier von den Lüftern wegmachen. So, nachdem ja, die anderen an der Karre ja auch schon extrem gemurkst haben, werden wir halt hier jetzt auch etwas murksen. Müssen wir sogar, weil ansonsten kommen wir hier genau auf die Querstrebe, wo das Kühlwasser durchläuft. Darum werde ich mir hier einen kleinen Fräsbohrer nehmen. Und hier draus Langlöcher fabrizieren. Oh ja, Schrauben habe ich auch welche gefunden. Ja, sind halt jetzt Messingfarben. Kannst du ja noch andere organisieren, Stefan, ist mir scheißegal. Aber die nehmen wir jetzt. Schlossschrauben. Gut, ich fräse das soweit aus, popel die Löcher dadurch. Setz die Schrauben an und dann sehen wir uns kurz nochmal. Ja, und hier muss ich natürlich auch noch die Löcher rein machen. So, die Schrauben sind positioniert. Auf der Rückseite haben wir hier große Beilagscheiben. Das Blech selber habe ich hier eingekerbt. Leider ging der Plan nicht auf, dass es direkt aufs Blech durchgeht. Ja, aber so denke ich, wird es dann auch gehalten. Auf der Seite geht es drüber. Dann werden wir das mal schnell tun. So, die Kanten ausrichten. Und die Schräubchen werden das Blech dann mit festhalten. So besagt ist der Plan. Tja, dann wollen wir es mal festziehen. Oder Stefan, hättest du das Blech noch hochglanzpoliert gewollt? Nee, ich glaube, das kann man schon so lassen. Du Schwein, weißt ganz genau, dass du jetzt hättest polieren müssen. Gut, ich ziehe das jetzt fest und dann ja, geht's weiter. Jo, Lüfter drehen. Ja, unten habe ich es jetzt auch mit zur Schrauben festgeschraubt. Knallhart. Ja, und ob das Ganze funktioniert, drehen mal um, Stefan. Und auch hält. Ja, das wird uns der Testpilot hier
ausfahren. Ja, im ADAC bist du ja, oder? Ja, gut, der Kühler wäre soweit einbaufertig. Ah ja, übrigens, angeschlossen hatten sie das Ding bloß mit einer Lüsterklemme. Mal schauen, ob ich das auf die Schnelle auch mit einer Lüsterklemme mache oder ob ich da noch eine andere Lösung habe. Aber naja, das werden wir sehen. Gut, dann würde ich jetzt mal sagen, komme ich dem hier gerecht, geh raus und leg mal mein Schweinchen auf den Grill. Wir haben es ja, 20 nach 11 in der Nacht und es gibt morgen ein Pulled Pork. Tja, wer die Videos sehen will, na, der muss auf meinen anderen Kanal schauen. Ja, ich glaube, wir sehen uns morgen, wenn es hier an der Karre weitergeht.